Also ich bin Tarek Müller, ich habe vor 8 Jahren mein Unternehmen NetImpact gegründet. Wir haben angefangen als klassische IT-Agentur, dann relativ viel im Bereich Online-Shops gemacht, also relativ viele Online-Shops gestartet, verkauft und sind auch in Großhandel eingestiegen und sind heute eine Art Hybrid-Firma. Wir sind einerseits im Agenturgeschäft tätig mit 65 Mitarbeitern, haben diverse Tochterunternehmen gegründet im Laufe der Zeit im Vermarktungs- und IT-Bereich und betreiben eben noch diverse eigene Geschäftsmodelle, überwiegend im E-Commerce-Bereich. Also, da ich kein reiner Techie mehr bin, kann ich das sozusagen eher auf eine Top-Level-Perspektive beantworten. Für mich heißt Big Data im Grunde genommen die Fragestellung, wie du im Grunde genommen mit Daten mehr über deinen Kunden herausfinden kannst, um ihm relevantere Angebote zu unterbreiten oder ihn davon abzuhalten, sozusagen deine Seite zu verlassen. Und das ist im Bereich E-Commerce zum Beispiel, dass du herausfindest, was dein Kunde gerne mag und ihm halt, wenn er zum Beispiel nach Hose sucht, irgendwie nicht random Hosen zeigst, sondern schon versuchst danach zu filtern, was wohl die relevanteste Hose für ihn sein kann. Im Games-Bereich zum Beispiel, dass man darauf achtet, wo die Nutzer in der Regel aussteigen und wo sie kaufbereit sind sozusagen, ihnen dann Angebote anzeigt oder eben an den Stellen das Spiel verbessert. Und im Verlagsbereich sind wir noch recht aktiv. Da heißt es im Grunde genommen für mich, viel über den Nutzer zu erfahren und viel anhand seines Nutzerverhaltens und seines Klickverhaltens herauszufinden und ihm so relevante Werbung oder halt relevante Angebote anzuzeigen. Also ich glaube, die typische Herausforderung im Gegensatz zu klassischen IT-Geschäft und irgendwie Vermarktungsgeschäft ist, dass die Kunden noch nicht mit konkreten Anfragen rankommen. Das heißt, wir werden in der Regel mit Fragestellungen konfrontiert, die auch sehr Top-Level, die aus einer sehr harten Top-Level-Perspektive gefragt werden, häufig auch von der Geschäftsführung heraus. Das heißt, es gibt häufig noch keine wirklichen Ansprechpartner auf Kundenseite. Es gibt häufig keine konkreten Briefings, sondern wie gesagt Fragestellungen. Man muss also sehr am Anfang anfangen, muss erstmal ein Konzept erstellen, muss in Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht. Also Big Data macht auch nicht für jeden Kunden Sinn. Das ist momentan ja auch so ein sehr gehyptes Wort, aber man muss schon darauf achten, irgendwie, was das wirklich heißt und vor allen Dingen, wo es tatsächlich Sinn macht, das Ganze anzuwenden. Ja, es gibt mehrere Präferenzen, jetzt wüsste ich theoretisch an unseren Entwickler verweisen, aber wir setzen sehr viel auf Hadoop. Also ich habe vor 1,5 Jahren ungefähr in San Francisco auch den Cloudera-Geschäftsführer kennengelernt, bin seitdem sehr von Cloudera überzeugt auch und generell von Hadoop. In dem Bereich machen wir sehr viel, setzen also häufig auch einfach, das sind dann reine Aufträge sozusagen, setzen häufig auch quasi Hadoop-Technologien auf. Generell arbeiten wir eben noch viel mit HBase und NoSQL-Datenbanken und so weiter. Aber jetzt, was die konkreten Technologien betrifft, ist sehr fallabhängig, würde ich sagen. Wir gucken uns sehr genau an, was sozusagen systemarchitektonisch erfordert ist und schauen dann nach der richtigen Technologie. Also haben wir jetzt kein irgendwie Allheilmittel technologisch gefunden oder sowas. Ich glaube, es dauert auch noch so ein bisschen, bis sich da die Technologien wirklich durchsetzen, die Sinn machen. Also wie gesagt, Cloudera finde ich sehr spannend. Und ansonsten, ich kenne kein konkretes Startup, aber ich kenne viele Unternehmen, die gerade einen sehr guten Weg gehen. Das sind in der Regel keine auf Big Data spezialisierten Unternehmen, aber häufig sehe ich eben, dass Unternehmen, die was quasi thematisch irgendwie verkaufen oder was auch immer, eben sehr stark sind im Big Data Umfeld. Facebook mal genannt. Also Facebook, Google, würde ich sagen, sind wahrscheinlich die interessantesten Big Data Startups, die es momentan gibt. Auch wenn sie quasi nach vorne heraus keine Big Data Startups sind, aber was die im Hintergrund machen. Gerade Facebook ist ziemlich enorm, was die halt anhand ihrer Daten irgendwie herausfinden können, in was für einer Geschwindigkeit sie das schaffen und auch in was für einer Qualität eben, siehe Newsstream und so weiter, sie das alles hinbekommen. Das ist erstaunlich, finde ich. Wir organisieren die Developer Conference Hamburg. Developer Conference Hamburg, die haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gestartet. Das ist im Grunde genommen eine Konferenz für Webentwickler in Hamburg. Bei Otto findet am 7. und 8. September statt, also 2 Tage. Themen sind relativ breit gefächert. Big Data wird auch thematisch dieses Jahr einen ziemlich großen Teil sogar einnehmen. Wir werden viele Speaker haben in dem Bereich, sind aber gerade auch noch auf Speaker-Wahl oder auf Speaker-Suche. Also falls jemand Bock hat, irgendwie gerne bewerben. Es ist eine coole Konferenz, letztes Jahr sehr gut angekommen, deckt wie gesagt relativ viel im Bereich Webentwicklung ab und sehr coole Leute, 400 Teilnehmer ungefähr. Und würde mich freuen, wenn viele kommen, die auch hier sind. Gibt es noch? Hängt
hängt natürlich auch so ein bisschen ab, was datenschutztechnisch jetzt in nächster Zeit passiert. Also das ist momentan ja irgendwie auch vieles noch im Graubereich und man weiß nicht so richtig, was man eigentlich darf und was nicht so. Ich glaube, die Datenschützer wissen auch noch nicht so gar nicht, was da gerade abgeht. Es wird, glaube ich, ziemlich spannend, gerade in Deutschland. Unsere Vision ist eigentlich, dass ich generell glaube, dass der Onlinehandel einerseits so ein bisschen bedarfsweckender sein muss, das heißt den Nutzer inspirieren muss in dem, was man gerne kaufen möchte, und ich glaube, das hat sehr viel mit Big Data zu tun. Also je mehr man sozusagen über den Nutzer weiß und je besser das Profil ist, angefangen beim Geschlecht, Alter, Region und so weiter, desto relevantere Produkte kann man ihm anbieten. Und meine Hoffnung oder meine Vision sowohl als Konsumenten als auch als sozusagen Shopbetreiber ist eigentlich, dass wir da hinkommen, dass wir Online-Shopping nicht mehr so wahrnehmen, wie es derzeit ist, sondern ein bisschen inspirierender gestalten können, auch aufgrund der Daten, die uns vorliegen.